dass so viele Leute kamen dann doch. Ich bin ja nicht so oft hier im Norden und deswegen war es halt umso schöner, dass viele Nordlichter dann auch hier bei uns im Lehrgang waren. Und es waren sehr begeisterte Leute und da macht das natürlich immer noch mal umso mehr Spaß. Und ich hatte echt schöne Einheiten mit Leuten, die sich auch für Karate begeistern können und das ist eigentlich immer das Schönste. Also Lehrgänge geben mache ich vor allem also immer gerne. Das Problem ist halt oft, dass wir Vorbereitungen haben und viele Wettkämpfe und in so Wettkampfphasen geht das natürlich nicht so gut. Aber wenn wir da mal ein bisschen länger Pause haben oder nicht ganz so einen vollen Terminkalender haben, dann klappt das eigentlich immer ganz gut und dann machen wir das auch total gerne. Also der Weltmeistertitel, den kann ich manchmal selber noch gar nicht glauben. Also ich denke da ganz oft drüber nach und muss dann lächeln. Und natürlich gibt es ein Selbstbewusstsein. Ja, natürlich ist das ein hammergeiles Gefühl, zu wissen, dass man das erreicht hat. Und das gibt mir auf jeden Fall auch Selbstvertrauen, vor allem eben für die nächsten Wettkämpfe und überhaupt für mein ganzes Leben. Sowas nimmt man einfach mit.